Ah, guten Morgen. Wer bist du denn? Ich bin Marie, ich bin die neue Schülerin. Ah, du bist die neue Schülerin, Marie. Ja, herzlich willkommen, komm rein. Wir haben gerade schon begonnen zu erzählen, was wir heute machen. Und zwar schreiben wir einen Mathe-Test. Es geht um Subtraktion, Division, Addition und Multiplikation. Ich denke, das hast du ja auch gehabt in deiner Klasse. Genau, kannst du dich gerne hinsetzen. Versuch einfach mal die Aufgaben mitzumachen, guck mir, was du schaffst. Die Aufgaben stehen vorne an der Tafel. Okay, Clara, nicht mit deiner Nachbarin reden. Dann habt ihr jetzt 40 Minuten Zeit, ihr könnt anfangen. Ich muss gleich nochmal kurz ins Sekretariat. Ich erwarte, dass ihr dann auch selbstständig kurz hier in Ruhe die Arbeiten schreibt, okay? Ja. Gut, ich bin mal kurz weg. Ey, fass mich nicht an, Mädchen! Machen wir das! Lass, mach mal! Geh mal wieder in deine Ecke! Wie fett bist du, Junge? Da bin ich ja. Wenigstens, wie viel Dünger hast du benutzt? Schwöre! Geh mal wieder zurück in deine Ecke, du dumme Geh du doch nach Hause! Halt die Fresse! Verpiss dich! Verpiss dich, Mädchen! Schwöre, ja, gut, du lauf weiter! Verpiss dich! Ey, oh mein Gott, sollen wir das posten? Ja, auf jeden Jetzt Fall. Jetzt wirklich, das ist so geil. Oh mein Gott, die sind denn wir vielleicht Basketball mitspielen? Ja. Oh mein Gott, ey, wir posten das jetzt, okay? Das sieht voll geil aus. Hab gepostet. Kann ich mich hier hinsetzen? Kannst du machen. Wie heißt du eigentlich? Ich heiße Marie, wie heißt du? Ich heiße Ellie. Ach so, okay. Ja, guck mal, ich werde gemobbt von zwei Mädchen und die haben sowas veröffentlicht. Ich glaube, die kommen, ja. Guck, das bist du. Lass sie doch mal in Ruhe. Sie ist doch auch du sei leise. Wir werden es posten. Posten? Ja. Ja, wir werden. Deine Hässlichkeit werden wir posten. Okay, komm. Schickheit. Was für Mutter? Rede nicht mal auf Mutter, Junge. Geh nicht mal auf Mutter rauf. Verpiss dich. Nein, nein. Verpiss dich da nach hinten. Lass sie in Ruhe. Ja, geh du auch weg. Geh du auch weg. Bitte. Mein Gott, was du Hure. Also, wir wurden in der Schule gemobbt. Und halt, sie haben uns ganz deutlich Leute durchgeschlagen, die wir hier haben. Aber die ist eigentlich kaputt gemacht. Und ich wollte fragen, ob du uns helfen könntest, wie wir aus dieser Situation loswerden könnten. Bitte, Mama. Ja, ich rufe dann da einfach an. Aber sie werden nicht aufhören. Ja, dann gebe ich ihnen eine Anzeige. Kommst du morgen zur Schule mit? Ja. Okay. Danke. Ich bin die Freundin von Marie. Ja, hallo, komm doch, setz dich hin, wir sind schon hier alle dabei, sagen. Ja, hallo, ich... Oh, hallo, worum geht's denn? Ich bin die Mutter von Marie und ich möchte diese Mob-Aktion klären. Aha, okay, gab's hier eine Mob-Aktion, davon wusste ich ja gar nichts. Ja. Marie? Mir hat mich ganz Zeit gemobbt, wo ich draußen nach Hause gegangen bin, in Navi-Unterricht, in... Am ersten Schultag in der ersten Stunde. Wer hat gemobbt? Ben und Mia. Mia, ist das wahr?
Stimmt das? Nein, sie hat mich eigentlich gemobbt. Guck dir, ich habe da einen blauen Fleck. Das ist Farbe. Sie wollte nur, dass ich Ärger bekomme. Nein. Okay. Ich glaube, wir tragen das am besten zum Direktor vor. Dann, ich glaube, wir klären das zusammen. Ja, dann kommen wir nach dem Unterricht kurz zu mir und dann gehen wir auch zusammen zum Direktor und klären das, ja, in der Schule. So geht es ja nicht. Das geht dir nicht in der Schule. Das ist auch strafbar, ne? Gegen die beiden wurde Anzeige gestellt von Maries Mutter. Die Schule suspendierte Mia und Clara. Die Eltern von Mia und Clara mussten haften und haben eine Geldstrafe bekommen. Beide Mobberinnen sind jetzt bei der Polizei vorgeführt. Reicht so, reicht.